Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Willkommen zu einem weiteren Teil bei Payday 3. Heute im Fokus der wahre Kenner Solo auf Overkill. Ich werde euch heute ein klein bisschen zeigen, wie ich meine Runs beim wahren Kenner so mache. Mit mittlerweile einer meiner Favorites. Erinnert mich ein bisschen an Framing Frame aus Payday 2. Und von daher würde ich sagen, macht's euch gemütlich. Schauen wir mal rein. Das Hauptgemälde kann man ja leider nicht alleine holen. Deswegen ist das leider nicht Teil des Ganzen hier heute. Aber dann wollen wir doch mal ganz entspannt in eine neue Runde Overkill wahrer Kenner. Na, erstmal bringen wir die Seilrutsche an. Oder da, wo sie hin soll. Und schön einsteigen mit dem ganzen Spaß. Also ich gehe mal davon aus, der ein oder andere, der sich das jetzt hier anschaut, der hat die Map schon auf normal oder auf schwer oder keine Ahnung was gemacht. Und wird schon grob wissen, was unser Auftrag ist. Ne? Deswegen werde ich jetzt natürlich nicht komplett alles einzeln nacheinander durchgehen, aber ihr werdet trotzdem sehen, was ich hier mache. Falls ihr Fragen habt zu irgendwelchen bestimmten Dingen, warum ich irgendwelche Dinge bestimmt tue, haut es einfach unter das Video. Aber wir huschen jetzt einfach hier erstmal in die Galerie und machen den Spaß leer. Oh, ich fange immer ganz gerne direkt mit dem Kameraraum an, wenn wir schon mal hier sind. Damit wir die halt weg haben. Ah, weil die Kameras sind hier auf der Map echt mit die nervigsten Dinger. So, das eine Terminal haben wir hier oben. Hier muss man natürlich ein klein bisschen aufpassen, wenn ich in den Kameras rumhusche und rumgucke, dann höre ich nicht, was in meiner Nähe passiert. Bedeutet, ich höre auch nicht, dass der Funk schon gestartet hat. Darf ich natürlich nicht vergessen. No, weil ich bei Payday 2 oder so dachte ich mir dann auch immer, hey, sobald der Funk sich meldet, antworte ich, aber wenn man in die Kameras geht und auf eine andere Kamera ganz weit entfernt, dann hört man die nicht mehr. So, das Handy brauchen wir. Nehmen wir mit. So, dann holen wir uns hier auch nochmal ein Handy. Irgendwo in den Schränken oder wenn man Glück hat, halt hier draußen. Da haben wir es. Na komm. So, das Handy mitnehmen. Dann haben wir auch eigentlich schon so viele QR-Codes, wie wir brauchen. Oh, und die ganzen Hallen oben kommen wir auch rein übers Dach. Von daher brauchen wir da natürlich keinen QR-Code. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur QR-Codes für die Hallen hier unten. So, könnt ihr mal bitte gehen, Hammer? Check the guard. So, den geben wir ihm noch im Nacken mit. Guard. So, du hast nichts gesehen, Senior. So, das passt. Wieder zurück in die Bar.
Watch the guard. So, Senior, was ist denn mit dir, wenn ich hier vorbei möchte? Dann ist ihm das, naja, ich würde nicht sagen egal, aber mit dem richtigen Timing geht's. Guard. It's a guard. Na komm. So, wo ist denn unsere Lieblingswache? Ach da, na guck mal einer an. Okay, der kommt jetzt hier hin. Ich habe natürlich immer Glück, dass ich von den Wachen gesehen werde, kurz bevor mein Tempo zu Ende ist. Damit es auch bloß nicht erneuert wird. Aber ja, durchs Schlossknacken selber kriegen wir Tempo wieder, von daher passt das hier schon mal. So, holen wir uns auch direkt alles aus E2 mit, wenn wir schon mal hier sind. So, dann haben wir schon mal E1 und 2. Das sind auch eigentlich immer die, die ich als erstes mache. Und danach schaue ich, wo es dann hingeht. So, hier machen wir kurz an die Seite, damit keiner... damit die Taschen keiner sieht, wenn er hier langläuft. Jetzt eh warten müssen, bis der Kollege da wegkommt. Bringen wir die zwei Taschen schon mal hoch. Check the guard. There. Müssen wir wieder warten. Das ist immer das, was ich immer ganz gerne sage, das mit dem Sichtfeld von den Wachen ist schon ganz gut. Ja, weil sobald man sieht, dass die Augen halt wirklich komplett irgendwo anders drauf gucken, auf dem Handy oder sonstiges, dann merkt man schon, dass sie gut beschäftigt sind. So.
immer schön links, rechts gucken. So, dann haben wir da schon mal die ersten 6 Taschen. Nur E1 und E2 sind damit leer. Und dann können wir auch schon erstmal in den zweiten Stock gehen und uns da um Dinge kümmern. Ah, ist das natürlich noch die Wache? So, wir gehen jetzt erstmal, wenn ich mal gucke, hier auf der Seite ist 1, 2. Ja. Das heißt, eigentlich müsste das Büro vom Manager hier auf der Seite sein. So, machen wir direkt den Safe auf. Denn auch gleich, sobald der Manager hier reinschneidet, werden wir den auch festnehmen, damit er nicht nervt. Und den USB-Stick brauchen wir gleich. So, dann schauen wir mal. Also, E4 und E7. Und der Serverraum, das ist unser nächstes Ziel. E4, E7. Ja, und danach gehen wir E3 und E6. Und dann zum Abschluss E5. So, das ist meine Reihenfolge. Erstmal die Gemälde von Uma. Danach die Gemälde von Vicario. Und dann der letzte Raum, der noch gefehlt hat. So, du kommst mal direkt ran hier. Wir haben zwar noch 2 QR-Codes, den nehmen wir einfach mal mit, weil eigentlich einen einzigen brauche ich nur noch. Aber man weiß ja nie. Nur so Backup-Türen öffnen ist ja auch gar nicht verkehrt. So, wir hatten ja jetzt gerade schon gesagt, das Terminal ist hier. Nee, wo war denn das Terminal? Da ist es. Na, leitende Wache, nicht rüber gucken. Ach, no, ich hab's... Oh, was hab ich denn da gemacht? No! Ach, du ahnst es nicht. Okay, das wird jetzt knackig. Zack, an ihm vorbei. Okay, das passt. Sonst kommt hier... Ah, genau deswegen... Ach du meine Güte. Okay, das ist natürlich wieder mal ein ganz klein bisschen Puls, aber passt. Jetzt habe ich anstatt das Terminal zu benutzen, habe ich das Funkdingen von ihm gehackt, was natürlich richtig toll ist. Aber haben wir hingekriegt. Passt. So, jetzt haben wir da und da eins. Guard over there. Also der Trick bei solchen Manövern ist natürlich, ich darf die Wache nicht anstupsen. Sobald ich die Wache anstupse oder mal kurz schubse oder so, bleibt die stehen und sagt, was war das denn? Aber ansonsten, wenn man einfach nur wie Darkwing Duck durch das
Sichtfeld huscht, juckt die das recht wenig. Na, das müssen wir jetzt leider gerade mal ganz kurz, aber ist in Ordnung. Wir haben eh noch eine Wache übrig, von daher passt das. Sorry. I just needed to tell someone. You know Bob, right? Well, I just found out he's got a podcast where he tries out different kinds. Er ist halt immer so, ja. All you can hear is him chewing. Eigentlich braucht man immer einen Rückzugsort, ne? Gerade die Tür, die hätte ich eigentlich schon von, hätte ich direkt aufmachen müssen, aber ja. Ohne Tempo war da leider nichts, aber das passt. So, dann nehmen wir dich auch direkt mit. Ich habe einen Termin, sagt er. Na klar, hast du einen Termin, hör mal. So, dann haben wir ihn aber auch raus. Dann passt das. Dann haben wir hier in der Ecke wenigstens Ruhe vor der Wache und dem Hausmeister. Oder was auch immer sein Auftrag hier ist. So, wo ist denn unsere Lieblingswache wieder? Ah, unten. Okay, das ist gut. So. Dann holen wir uns das hier. So, dann geht es jetzt für uns nach E4 und E7. Ich habe natürlich hier und da immer ganz gerne meine Wege, wie ich in die Räume reinkomme. Aber ja, ich werde euch jetzt mal zeigen, wie das ist bei allen Räumen, wenn man einfach übers Dach geht. Ja, das finde ich doch schon ganz gut funktioniert eigentlich. Ja, das Ding lassen wir jetzt noch da. So, müssen wir natürlich schauen. Hier direkt neben mir war E4. Wo ich hin muss, ist da an diese Maschine. Das bedeutet, ich lasse mich... Ich lasse mich hier drauf fallen. Sobald das Ding durch ist. So. Zack, aus ist es. Und schon haben wir quasi E4 erobert. So. Bei dem Dingen. Ich hatte letztens das Problem, als ich es geknackt habe, konnte ich die Maschine nicht mehr anschließen. Und irgendwie bei mir ging es dann nur, wenn ich hier die Scheibe aufgeschnitten habe. Was halt irgendwie mysteriös ist. Aber ja, auf jeden Fall prüfen wir jetzt, ob das Bild das Richtige ist, was wir holen müssen. Und dann können wir auch den USB-Stick anschließen, aber wir schauen mal. Ist authentik, das heißt, es passt. So, USB-Dingen angeschlossen, den wir aus dem Safe geholt haben, damit wir das Bild nehmen können, ohne dass es verbrennt. Und dann passt das. Dann brauchen wir die Maschine auch tatsächlich gar nicht mehr. So. Dann bringen wir die Bilder mal hoch.
Not today, Senior. Not today. Der macht ganz schön viele Pausen, wenn ich mir das so angucke. So, wir müssen jetzt... Da ist meine Seilrutsche. So, wir sammeln aber erstmal die ganzen Dinger hier oben. Und gehen dann direkt weiter zu... E7. No, hier auch. Gucken, okay, von wo gehe ich rein? Also ich mache das jetzt hier über den Part. So, hier drauf. So. Oh, das ist natürlich immer so ein Sprung, bei dem man ein bisschen Herzklabuster kriegt, aber auch das passt. Ach, korrigiere, wir sind gar nicht bei E7, das ist E5. Ja, okay, E5 mache ich eigentlich dann in dem Moment zuletzt, aber dann haben wir jetzt E5 schon mal. Naja, dann ist das halt so. So, wenn wir mal gucken. Ja, optimalerweise, weil das da in die Richtung doch schon ein Stückchen ist, schauen wir jetzt natürlich, ob wir hier auf der Seite rauskommen, damit wir die Bilder aufs Dach bringen können. Und ja, das kriegen wir hin. Guard over there. Na, du willst jetzt hier dein Live chillen oder was? Du bist ja toll. So, der guckt da unten in den Schacht. Mein Gott, was für eine Laufroutine, Senior. Was für eine Laufroutine. Komm, jetzt beweg dich doch mal. Hör dich tippen. Guard over there. Ja. Dann haben wir jetzt 1, 2, 4 und 5 fertig. Dann gehen wir jetzt noch in 7, damit wir das schon so haben, wie wir das in der Reihenfolge machen wollten. Und danach geht es nur noch zu 3 und 6. Das heißt quasi, die Hälfte haben wir jetzt geklärt. So, auch das lasse ich erstmal hier liegen. Wenn wir jetzt mal gucken, da ist 6, 5, dun, dun, dun. Das heißt, 4, auf der Seite war 7, ja genau. Genau. So, das müsste eigentlich hier unter meinem Hintern sein. Yep. Da sind wir in E7. So, alles klar, der Hebel ist da. Bei E7 verändert sich nichts.
heißt, wir können natürlich, wenn man sich die Route anschaut, hier ganz langsam an den Dingern vorbei bewegen, Hebel deaktivieren und schon haben wir kein Alarmsystem mehr. So, ich muss jetzt natürlich schauen, da auf der Seite gehen wir auf jeden Fall raus. Das Bild brauchen wir jetzt nicht, weil wir können ja nur ein Bild mitnehmen, wegen dem USB-Stick. Und wenn ich das jetzt öffne und mitnehmen möchte, dann verbrennt das Bild einfach nur, von daher ist es an sich egal. Ach, das waren ja nur zwei. Mein Gott. So, komm, dann stellen wir alle schön sorgfältig direkt dahin. Ah, wollen natürlich schauen, kommt da irgendeiner? Ich glaube, da kam jetzt einer lang, oder? Nee. So, da haben wir den Guten. Oh, wow, was zur Hölle, Alter, das war so... Okay, das war so nicht geplant, aber es ist natürlich gut zu wissen, dass es so funktioniert. Check the guard. Ich wollte eigentlich, dass das hier so runterfällt und dann hier landet. Aber ja, man, auch ich lerne nie aus in solchen Games. So, dann geht's jetzt zu 3. Oder komm, weißt du was, wir bringen mal einmal die ganzen Taschen weg. Oh, schöne volle Mülltonne hier. Ja, na klar, sicher. Dürfen wir dem schönen die Bilder klauen, wo er sich selber oder schön die Pulsadern oder so aufgeschnitten hat? I don't know. Oder die Handgelenke auf jeden Fall. Aber ja, ne, ich meine, jedem sein. Was soll man dazu sagen? Auf zu 3. Watch the guard. Check the guard. Guard. So, wo ist unser Lieblingswachmann? It's a guard. Der ist... Ach, natürlich draußen. Okay. Guard. Ja. Okay. Check the guard. Ihr seid nervig, ihr Wachen. It's a guard. Minimal nervig. Guard over there.
So, dann haben wir auch die 3 erobert. Yay. So, da auf der Seite müsste ja eigentlich... Genau, da ist auch eine Treppe. Passt, dann gehen wir da natürlich auch hoch. Tür natürlich immer nach außen öffnen. Ach Mist. So, mit dem Funkstörer haben wir jetzt natürlich einmal kurz seine Suche nach dieser einen Tasche unterbrochen. Wäre der jetzt durchgekommen, hätte er jetzt natürlich direkt eine Suche gestartet, aber einmal Funkdingen unterbrochen. Er hört zwar, wo wir rumlaufen, aber sobald wir die Tasche dann aufheben, bevor er dort ankommt, unterbricht er natürlich auch direkt seine Suche nach der Tasche. Von daher haben wir da jetzt natürlich ein klein bisschen Glück gehabt. Und ja, normalerweise muss man natürlich die Türen zumachen. Damit gerade sowas nicht passiert. Ja, dann fehlt jetzt nur noch die 6. So, und die 6 war ja... Das muss ich jetzt gleich mal kurz herausfinden. Die 6 war, meine ich, hier hinten. Genau hier. So. Und damit haben wir auch die 6 erobert. So, bei der 6 gehen wir am besten... Nee, nicht auf der Seite, sondern auf der Seite. Genau, das ist ja eh der Platz, wo wir gerade den Wachmann vermöbelt haben. Sodass wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Verschnaufpause haben. So.
müssen wir den guten Spaß nur noch nach Hause kriegen. Ja, ich meine, wenn wir jetzt hier schon gelernt haben, dass es von hier auch geht, dann why not? Mal gut rein die guten Taschen. Great job, gang. We have everything we came for. Get on the subway when you're ready to get the fuck out of there. Na klar, I get ready und so. So, das Hauptgemälde kriegen wir leider nicht, weil für das Hauptgemälde brauchen wir 3 Leute. Aber jetzt haben wir erstmal alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten. Zeittechnisch fand ich es jetzt auch gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, oh, jetzt zeigt es uns mal auch dieses eine Achievement-Ding gar nicht mehr an, ne? Sondern es zeigt jetzt nur noch die Taschen an, die wir auch wirklich holen können. 36 Minuten gebraucht, 1,4 Millionen. Zeittechnisch, ja, was soll ich dazu sagen? Gibt es definitiv Maps, wo es sich natürlich mehr rentiert. Aber dennoch hoffe ich, es war ein kleiner Einblick in meine Overkill-Runs zu Der wahre Kenner. Erinnert mich auch ein klein bisschen an Framing Frame aus Payday 2 und das habe ich geliebt. Und hoffe natürlich sehr, dass irgendwie ähnliche Maps noch weiter zu Payday dazustoßen werden. Aber nun erstmal bin ich durch. Joa, ich sag mal danke fürs Einschalten. Lasst mich natürlich wie immer wissen, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Ich bin raus, macht ihr gut, wünsche euch was, bye bye.